geht? Becky ist wieder am Start mit ihrer Halloween-Puschinose. Ja, Mann, es ist wieder an der Zeit. Es ist Herbst. Es ist bald Halloween. Falls ihr auch gerade so in der Stimmung seid, ich habe das perfekte Video für euch. Und so habe ich die mysteriösesten und leicht prepicksten Bilder für euch, die angeblich echt sein sollen. Leute, das ist echt unheimlich. Ich weiß nicht, ob es mir so geht, aber ich finde das auch irgendwie mega spannend. Also wenn da so Dinge drauf sind, die man sich nicht erklären kann oder Personen sogar. Ich finde das so spannend. Ich liebe es, solche Bilder anzuschauen und mich zu fragen, wie das passieren konnte. Aber du willst nicht, dass dir das selbst passiert. Du willst es echt nicht. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, was das Seltsamste war, was euch jemals passiert ist. Das würde ich mal super gerne wissen. Was ist eure Story? Und falls ihr auch auf so spannende Sachen steht, spammt mal mit Kürbis, Geister-Emojis, alles, was zu Halloween passt, ja? Kommentiert mal damit und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Video und wusch. Alter, wie viele Vögel sind das? Du stehst auf, du denkst, es ist so ein richtig schöner Herbsttag und dann siehst du das da aus deinem Zimmer raus. Ein Haufen Vögel vor deinem Haus. Du willst ja gar nicht mehr raus. Wie willst du da noch zur Schule fahren? Das geht gar nicht. Du hast Angst, attackiert zu werden. Ich weiß nicht, ob es mir so geht, aber ich meine, ich liebe zwar Vögel, ich liebe Tiere, aber bei so vielen schwarzen Vögeln vor allem bekommst du Angst. Nicht nur, dass sie dich ankacken werden, sondern dass sie dich angreifen werden, Mann. Ich finde das so krass. Das erinnert mich sogar ein bisschen an Pretty Little Liars. Wow! Ich würde so schreien! Ohne Scheiß, ich würde mich danach so verfolgt fühlen. Vor allem, wir wissen, glaube ich, gar nicht, was da gerade passiert, oder? Der Typ macht einfach mit seinen Chicks da irgendwie ein Bild. Ja, der sieht auch schon so aus wie der größte Player überhaupt. Auf jeden Fall fotobombt da hinten einfach mal ein Clown das Bild. Und auch noch in einem weißen Van. Geht es eigentlich noch gruseliger? Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich gruseliger fände. Wenn der Clown da stehen würde oder das da. Okay, normales Selfie. Warte. Jemals so etwas passiert. Ich könnte nie wieder schlafen. Guckt euch dieses Babyface da hinten rechts an. Das sieht so aus, als würde so ein Typ mit einer Maske, mit so einer Babymaske einen angucken. Ich könnte nie wieder in meinem Zimmer schlafen. Nie wieder. Ey, das ist so ein stinknormales Selfie. Das sieht total harmlos aus und dann kommt da dieser Typ. Dieser Typ mit dieser weißen Maske. Was macht der da? Ist das ein Keller? Erstmal, wie viele Jahrhunderte war da kein Mensch mehr unten? Und zweitens, es muss ja anscheinend Gründe geben, warum keiner nach unten gegangen ist. Und drittens, ich finde Keller sowieso voll ekelig und gruselig. Ich weiß nicht, vor allem, wenn das so mit einer Treppe runtergeht. Ich hasse sowas. Wäre es auch immer solche Treppen dann sofort hochgerannt? Du kriegst Angst, wenn du so einen Keller siehst. Ich glaube, kein Mensch geht da freiwillig rein, oder? Wer will bitte diese ganzen Spinnenweben wegmachen? Gar kein Mensch macht das. Also mich würden da keine 10 Pferde reinbekommen. Was sind das für lange Fingernägel? Bah, das sieht schon so aus wie solche Krallen. Ein bisschen wie ein Werwolf. Gibt's vielleicht Werwölfe? Wer weiß? Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht. Ist das irgendwie so eine Kostümhand, die man sich so überstülpen kann mit so langen Fingernägeln? Oder ist das eine echte Hand mit echten langen Fingernägeln? Bah, das sieht aber auch irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Spinne. Oh, das sieht einfach nur ekelig aus. Aber ich finde es heftig, wie einige Leute mit so langen Fingernägeln klarkommen können. Ich kann das nicht. Bei mir hört das schon bei einer normalen, relativ normalen Länge auf, ja? Aber so lange Dinger, damit bekommst du doch gar nichts mehr im Leben hin. Wie schafft die Person das überhaupt, Auto zu fahren? Seht ihr auch dieses Gesicht? Ich würde das irgendwo an einem Fenster von mir kleben. Ich würde Angst bekommen. Ich könnte niemals schlafen. Bah, das sieht so aus, als wäre irgendwie so ein Mensch da reingewachsen oder so. Keine Ahnung. Aber es soll so sein, dass der Vater wohl eine Maske da mal rangehängt hat. Und Bienen haben da ihr Nest drum gebaut. Und das immer, immer wieder. Und dann ist das da entstanden. Krass, oder? Wir hängen auch draußen seine Maske auf. Wer tut das? Wenn du sowas zu Hause hast, ist der Vater dran schuld, dass du keinen Besuch mehr bekommst, ja? Und dann sitzt du da immer allein und dann wundert es sich, warum keiner deiner Freunde dich besuchen will. Ja, deswegen, Mann! Warum haben die diese Oma da geschminkt, oder was? Oder warum sieht sie so aus? Das sieht erstmal so aus, als hätte sie viel zu helle Foundation drauf. Ein schwarzer Lippenstift, schwarzer Kajal. Oder hat sie sich geschminkt? Was ist los? Oh mein Gott. Die Frau da auch links, die sieht so ein bisschen so aus, als hätte sie ein klein wenig Angst. Ich bin geschockt.
doch nicht deren Ernst. Leute, guckt bitte immer in euren Strohhalm, was da drin sein könnte. Allein deswegen benutze ich solche Strohhalme nicht mehr. Das ist ekelhaft. Du musst dir ja vorstellen, du trinkst das und dann hast du diese Spinne in deinem Mund. Und dann sagen immer alle, ja, wenn du schläfst, dann verschluckst du schon Spinnen und so. Wer kennt auch sowas? Leute, vielleicht verschluckt ihr ja auch einfach eine Spinne, während ihr euer Getränk bei McDonald's trinkt. Kann auch sein. Es muss nicht immer im Schlaf sein, ja? Anscheinend auch im Alltag möglich. Bah, voll eklig. Ja, also ich glaube, das ist total normal, eine fette Schlange hinten im Kofferraum zu haben. Wow, wie kommt die da hin? Zum Glück haben wir hier nicht wirklich Schlangen, sonst würde sowas wahrscheinlich auch passieren. Ja, ein Mädel am Telefonieren, wenn da nicht die Beine wären. Wie zum Teufel geht das? Wie geht das, Leute? Wie kann das sein? Kann man sich so arg verdrehen? Und vor allem, welcher Mensch liegt so? Ich könnte niemals so liegen und das bequem finden. Aber das ist doch gar nicht möglich, oder? Alter, mir würde dieses Bild von mir so Angst machen. Kann sich das jemand von euch erklären, wie das passieren kann? Oder ist es irgendwie eine optische Täuschung, dass es nur so aussieht, als ob? Oh mein Gott, ist das gruselig! Ist das aus irgendeinem Film oder so? Und das sieht so echt aus. Also ich weiß nicht, wer würde da nicht durchdrehen? Wenn so eine Gestalt plötzlich neben einem steht. Die Haare machen es auch nicht besser. Und dann doch diese leuchtenden Augen. Man erkennt einfach gar nichts an der Person. Die anderen sieht man ja deutlich, aber dieses komische Viech da? Nein, danke. Nicht mit mir. Sowas will ich nicht bei mir zu Hause haben. Nicht in meinem Zimmer, nirgendwo. Ich würde ausziehen, ich würde sogar auswandern. Ja, wegen so einem Viech. Boah, ist das ekelig. Okay, stinknormales Bild, denkt ihr, ne? Sieht total schön aus und so. Wenn er nicht das da wäre. Was zum Teufel ist das? Ist das irgendeine Pflanze? Oder ist das ein Junge, der sie irgendwie beobachtet? Oder was ist das? Ich weiß nicht, das sieht so richtig komisch aus. Einerseits könnte man denken, dass es vielleicht irgendwie so eine Pflanze oder so, die halt ein bisschen seltsam aussieht. Aber irgendwie auch nicht, oder? Man fühlt sich beobachtet. Vor allem so zwischen diesen Dingern da. Ich weiß nicht, also entweder sieht es nur so aus, oder es ist irgendwie was Mysteriöses. Wer weiß. Okay, Leute, jetzt haltet euch fest. Oh mein Gott. Dieses Mädchen rechts wollte nicht aufs Bild. Die fing an loszuschreien, ja, zu heulen. Weil sie diesen Jungen da gesehen hat, den alle anderen nicht gesehen haben. Der war erst auf dem Bild zu sehen. Alter, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh mein Gott. Ich würde durchdrehen. Vor allem, da sieht man deutlich einen anderen kleinen Jungen. Da an den Beinen von den Mädchen. Was zum Teufel macht der da? Oh, ich kriege jedes Mal aufs neue Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Seht ihr das auch? Vorne, sie guckt in die Kamera, aber ihr Spiegelbild auch. Vor allem, das sieht echt real aus. Und ihr Mann, der guckt auch in die Kamera, aber sein Spiegelbild nicht. Boah, ist das ekelhaft. Wie kann sowas passieren? Ich hätte Angst vor mir selber. Oh, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Deswegen machen mir Spiegel und all sowas Angst, Mann. Sieht das nur so aus wie ein Clown oder ist das da ein Clown? Seht ihr das auch, dieses Clownsgesicht da unten? Es gibt es wirklich! Im Gulli, Mann. Alter Schwede, mit ihm möchte ich jetzt nicht gerade tauschen, wirklich nicht. Oh, wir haben wieder mal ein richtig schönes Selfie hier. Wenn ich ihr Freund da hinten im Spiegel zu sehen wäre. Ihr Freund, von dem sie anscheinend nichts weiß. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Oh mein Gott, was ist das für ein Gesicht? Aber es sieht irgendwie auch nicht so echt aus, aber auf der anderen Seite irgendwie schon. Ich weiß nicht, meint ihr, jemand hat sich einen Scherz erlaubt und hat sich einfach irgendwie so eine Maske aufgesetzt? Ich sag's euch ja, wir machen die Spiegel ohne Grund Angst. Eine Spinne unter deiner Zahnbürste. Man, geht's noch, geschmackloser Spinnen? Jetzt mal eine ganz klare Ansage an euch. Das geht so nicht. Das könnt ihr nicht mit uns machen. Ich weiß nicht, wer würde noch seine Zahnbürste weiter benutzen? Mein Respekt an euch, ja, weil ich könnte das auf gar keinen Fall. Ich könnte niemals eine Zahnbürste in den Mund nehmen, wo ich wüsste, dass da irgendwie eine Spinne dran war. Oh, okay, okay. Ich dachte gerade schon, oh, wer hat gerade einen Herzinfarkt seines Lebens bekommen, weil er dachte, das sei eine fremde Hand. Es ist aber keine fremde Hand, auch wenn es so aussieht. Die Jacke liegt gerade mega ungünstig, aber das lässt sich sogar mal erklären, ja? Er hat einfach seinen Arm unter dem Kissen und seine Hand so auf seinen Kopf liegen. Aber es ist keine fremde Hand, die da nicht hingehört. Wo ist denn das echte Gesicht? Also das ist nur geschminkt worden, das ist ja klar. Aber wo ist das echte Gesicht? Die zwei Augen? Oh, und sie hat vorne einfach nur ihre Haare darüber gemacht, dass es so aussieht, als hätte sie zwei Gesichter links, rechts. Okay. Ihr Mund ist auch bedeckt. Seht ihr das? Da sieht man nur so ein ganz kleines bisschen von den Mundwinkeln.
Oh mein Gott, das sieht irgendwie gruselig aus. Obwohl das gar nicht mal so perfekt geschminkt ist, es sieht creepy aus. Ich weiß nicht so ganz, ob das so schlau ist, sich so irgendwelche Filme oder Spiele auszuleihen. Ich glaube, da siehst du nicht so ganz, was du auswählst. Warum tut sie das? Okay, das war ja wohl mal Gänsehaut pur bei einigen Bildern. Einige sagen ja immer wieder, das liegt vielleicht daran, dass die Belichtung komisch war oder sonst irgendwas. Das war irgendwie ein Schatten von etwas. Kann natürlich sein, aber warum sieht es so aus wie eine Person? Das ist irgendwie seltsam. Ich weiß ja nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, sowas Paranormales und so gibt es. Oder findet ihr das total der Quatsch und ihr glaubt so gar nicht an sowas? Schreibt es mir mal unbedingt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ich habe euch so, so lieb. Bye!